Der Chef des Arbeitsmarktservice, Johannes Kopf, der hat sich schon vor einiger Zeit dazu geäußert, dass er findet, dass die aus der Ukraine Vertriebenen ins Sozialsystem integriert gehören, also sozusagen auch Sozialhilfe bekommen. Am Freitag hat sich auch Johannes Rauch, unser Minister, dazu geäußert. Er sagt im Ö1-Journal, dass es ganz wichtig sei, in einer Zeit, in der wir händeringend nach Kräften in den sozialen Berufen, wie zum Beispiel Pfleger suchen, wir den Leuten nicht noch Prügel in den Weg werfen sollten. Und auch vom Arbeitsminister Martin Kocher hat es da schon, sagen wir, ein vorsichtiges Ja gegeben. Er gibt nur zu bedenken, dass eine Aufnahme ins Sozialsystem bedeuten würde, dass Vertriebene aus der Ukraine dann auch in Österreich einen Job annehmen müssten. Prinzipiell sind bei der ÖVP da die Meinungen geteilt. Denn Integrationsministerin Susanne Raab, die hat schon im Vorfeld gemeint, dass sie da überhaupt keinen Sinn drin sieht. Sie findet, die Arbeitskräfte aus der Ukraine, die sollten eher unbürokratisch ins System integriert werden, denn die Kurse für Deutsch, die laufen nebenher und ein Umweg über das Sozialsystem, der macht für sie einfach überhaupt keinen Sinn.